Herzlich willkommen zu den Neuigkeiten für Gera und Umgebung. Ich bin Sophie Waldstabe und das sind unsere Themen. Thüringen-Tag in Pößneck und Feuerwehrleitstelle verabschiedet Fachdienstleiter. Es war ein Ausnahmezustand in Pößneck. Über 120.000 Gäste waren zum Thüringentag in der Stadt unterwegs. Denn da gab es einiges zu erleben. Neben den musikalischen Hauptacts Christe Birk und Jan-Josef Liefers am Samstag war an allen drei Festtagen an jeder Ecke in der Stadt etwas los. Was sagen Sie? Zum Thüringentag hatten wohl alle die Gastgeberstadt Pößneck im Herzen. Buntes Treiben und gute Laune herrschte an allen drei Festtagen. Und unter dem Motto "Viele Seiten Pößneck" hatte sich die Stadt herausgeputzt und seine Gäste willkommen geheißen. Und die waren zahlreich erschienen, und das nicht nur aus Thüringen. Vielfältig war das Angebot auf den unterschiedlichen Meilen. Schnuppertauchen und Schachspielen konnte man auf der Sportlermeile und extravagante Tischspiele durften bestaunt und ausprobiert werden. Bei so viel regionaler Vielfalt fragt man sich, was macht denn Thüringen aus? Den Thüringer macht aus, dass er A. in der Mitte Europas lebt, B. sich jetzt weltoffen aufstellt und damit auch deutlich macht, wir brauchen auch wieder Menschen, die hierher kommen. Also ich bin ja nur sehr viel auch außerhalb von Thüringen unterwegs. Und die sagen eigentlich von den Thüringern, dass sie sehr sympathisch sind, sehr freundlich und sehr nett. Ich glaube, der ist ganz herzlich, sehr, sehr fleißig. Ist bescheiden, also er redet nicht so viel, sondern macht lieber, ist sehr naturverbunden, sehr reisefreudig und die allermeisten sind sehr weltoffen und heißen alle Menschen, von woher sie auch kommen, willkommen. Leider gibt es einige wenige, die lehnen die ab, die von außen kommen, aber das sind zum Glück nur wenige und ich hoffe, es werden immer weniger. Ja, die Thüringer sind eigentlich sehr bodenständige Menschen, sie lieben ihre Heimat. Und sie wollen letzten Endes hier in dieser Region sich entwickeln. Und deshalb sind sie manchmal ein bisschen zurückhaltend. Aber wenn sie einmal in Fahrt kommen, dann können sie toll feiern. Und ich bin fest davon überzeugt, hier wird dann toll gefeiert. Na, nicht nur das Bratwurstessen. Thüringer sind weltoffen, Thüringer sind traditionsbewusst, sind ihrer Heimat treu. Und Thüringer haben Spaß am Thüringtag. Musikalisch jagte ein Highlight das nächste. Das Thüringen-Oratorium Heilige Radegunde feierte im Schützenhaus Premiere. Im Lutschenpark erlebten die Gäste Jan-Josef Liefers mit Radio Doria und direkt danach Christe Birk. Jimmy Kelly begeisterte mit bekannten Songs das Publikum. Mit dem Festumzug fand der Thüringentag in Pößneck seinen Abschluss. Pößneck war bis jetzt die kleinste Stadt, die dieses Fest ausrichten durfte. Gespannt ist man wohl jetzt schon, wo und wann der nächste Thüringentag stattfindet. Weitere Impressionen vom Thüringentag 2015 in Pößneck sehen Sie demnächst. Der Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz hat einen neuen Fachdienstleiter. Ludwig Geiger wurde am 26. Juli feierlich verabschiedet und sein Nachfolger natürlich in sein Amt eingeführt. Nach fast 30 Jahren im Amt geht Brandschutzdirektor Ludwig Geiger in den Ruhestand. Aber an Ausruhen denkt der Fachdienstleiter Brand- und Katastrophenschutz noch nicht. Er möchte sich weiterhin im Feuerwehrverein AGA engagieren und Zeit für sein Hobby Modelleisenbahn wird auch eingeplant. Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn dankte Ludwig Geiger für seine jahrelange Arbeit an der Spitze des Brand- und Katastrophenschutzes. Nachdem nun Ludwig Geiger in den Ruhestand geht, muss ein neuer in dieses Amt eingeführt werden. Hiermit versetze ich Herrn Branddirektor Ludwig Geiger mit dem Ende des Monats Juni 2015 in den Ruhestand. Für seine der Stadt Gera geleisteten Dienste spreche ich ihm Dank und Anerkennung aus. Gera, Juni 2015, Dr. Viola Hahn, Oberbürgermeisterin. Herr Schuh, hiermit ernenne ich Herrn Kreisbrandamtsrat Axel Schuh mit Wirkung vom 1. August 2015 zum Brandrat. Gera 2015, Dr. Viola Hahn, Oberbürgermeisterin. Vielfältige Aufgaben warten nun auf den neuen Fachdienstleiter.
Die Aufgaben, die vorgegeben sind momentan, Gott sei Dank, muss man sagen, ist durch die Politik beschlossen, hier im Fuhrpark zu erneuern. Da sind die Zeichen der Zeit erkannt. Da werden wir einer unserer Schwerpunkte setzen. Daneben werden wir prüfen, ob wir die Zusammenarbeit Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr noch enger verzahnen können, wie das bisher der Fall ist. Und die Entwicklung von Standards wird dann am ehesten möglich sein. Und da werden wir zukünftig einen weiteren Schwerpunkt drauf leben, neben der Außenfortbildung. Zum 1.8. beginnt der Fachdienstleiter mit seiner Arbeit. Und jetzt kurz und kompakt die wichtigsten News für Sie. Brand in der Ludwig-Jahn-Straße. Am Freitag brannte in der Ludwig-Jahn-Straße das Mehrfamilienhaus Ecke Arnstraße. Die Anwohner meldeten am Abend den Brand, der am Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes ausgebrochen war. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht zu Samstag. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Be smart, don't start. Unter diesem Leitsatz nahmen in diesem Jahr wieder über 100 Schulklassen an dem Nichtraucherwettbewerb teil. Die Schüler verpflichteten sich, ein halbes Jahr nicht zu rauchen. Für alle, die durchhielten, gab es Sachpreise abzustauben und der Hauptgewinn ging nach Thüringen. Sonne, Mond und Sterne-Festival bleibt an der Bleilochtalsperre. Am 24. Juni schloss Saalburg-Ebersdorf einen 10-Jahres-Vertrag mit dem Veranstalter des Sonne-Mond-Sterne-Festivals. Mit dabei waren unter anderem auch Landrat Thomas Fügmann. Seit 1997 findet jährlich eines der größten Open-Air-Festivals im Bereich elektronischer Tanzmusik statt. Heute zählt das SMS mit seinen über 30.000 Besuchern zu den größten Festivals aus diesem Bereich. Stunde der Gartenvögel. Die am häufigsten gemeldete Vogelart ist der Haussperling. Dieses Ergebnis wurde zur diesjährigen Stunde der Gartenvögel erzielt. Somit konnte der Spatz seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. 2.100 Bürgerinnen und Bürger aus Thüringen beteiligten sich an der Zählung. Insgesamt 53.000 Vögel wurden gezählt. Die Stunde der Gartenvögel ist eine gemeinsame Aktion des NABU, NAJU und des Landesbundes für Vogelschutz. Deutschlandweit beteiligten sich mehr als 47.000 Teilnehmer. Kommen wir nun zum Wochenrückblick. Das war los in Gera und Umgebung. Verkehrssicherheitstag in Pößneck. Mit dem Fahrrad auf der Straße ist ganz besonders für Kinder immer eine gefährliche Angelegenheit. Aber auch zu Fuß ist Obacht im Straßenverkehr gefragt. Aus diesem Grund fand in Pößneck der Verkehrssicherheitstag statt. Dort lernten Schülerinnen und Schüler, wie man sich sicher im Verkehr bewegt. Jedes Jahr führt das Busunternehmen Combus zusammen mit Partnern 3 Verkehrssicherheitstage durch. Denn Mobilitätserziehung bei Kindern ist ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? Diese Frage bekamen die 300 Schüler der 4. Klasse beantwortet. Mal Unterricht der besonderen Art. Spielerisch lernten die Kids die wichtigsten Regeln im Straßenverkehr. Worauf muss ich achten, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin? Was ist der tote Winkel? Oder wie schnell bin ich eigentlich mit dem Rad unterwegs? Wie gefährlich es ist, sich im Auto nicht anzuschnallen, sahen die Kids anhand eines Experiments. Der Gurtschlitten zeigte ganz deutlich, was bei einer Vollbremsung oder einem Auffahrunfall passieren kann. Beim Bus-Tauziehen konnten die Kids ihre Kräfte messen und auch ein Blick in einen Einsatzwagen blieb den Schülern nicht verwehrt. Der Verkehrssicherheitstag ist auf jeden Fall eine gute Aktion, um die Kids fit für einen sicheren Schulweg zu machen. Ob nun zu Fuß, mit dem Bus oder mit dem Rad. Fremdkörper vor dem Museumsplatz. Ist Ihnen am 25. Juli etwas Ungewöhnliches vor dem Stadtmuseum aufgefallen? Ein schwarzer Würfel vielleicht? Was es mit diesem Fremdkörper auf sich hatte, das erfahren Sie jetzt. Plötzlich ist er da, der Fremdkörper. Er taucht einfach auf und irritiert durch sein bloßes Dasein. Doch was macht er da? Radio Lotte hat sich zu dem Thema Feindbilder Gedanken gemacht und hat einen Fremdkörper entwickelt. Diesen Fremdkörper lassen wir in verschiedensten Städten Thüringens nieder, stellen den auf und laden Leute ein, sich mit der Fremdheit auseinanderzusetzen. Weil wir bemerkt haben, dass in dem Aufbau von Feindbildern das Fremde, das Unbekannte eine sehr große Rolle einnimmt. Und deswegen haben wir diese Installation hier gebaut und stellen die auf, damit wir Menschen mit diesem Fremdsein konfrontieren.
Er soll dazu verleiten, stehen zu bleiben und das Innere erkunden zu wollen. Aber was passiert in diesem schwarzen Kasten nun eigentlich? Einerseits haben wir den Urbicus. Der Urbicus ist der Stadtgeist. Und wir suchen quasi den Stadtgeist einer jeden Stadt. Und dafür nehmen wir eine Porträtaufnahme der Menschen und lassen sie ganz schnell hintereinander abspielen. Und so verschmelzen sie sich zu einem neuen Wesen. Die zweite Arbeit von Moritz Wehrmann nennt sich Alter Ego. Und das ist die Möglichkeit, dass zwei Menschen sich über einen stroboskopischen Effekt verschmelzen. Und das ist dann auch so, dass man für eine Minute quasi ein anderer Mensch sein kann oder das Fremde in sich hineinlässt. Das passiert in diesen zwei Installationen. Dieser Fremdkörper soll also bekannte, aber auch fremde Menschen zusammenbringen und sie zum Nachdenken anregen. Doch woher kommt nun diese Idee? Wir hatten einfach die Idee, uns mit Feindbildern auseinanderzusetzen und haben dazu diesen Fremdkörper hier jetzt entwickelt, wo diese Installationen drin sind. Und man merkt ja immer wieder, dieser Kubus in der Stadt ist erstmal ein Fremdkörper. Einige Leute trauen sich, um reinzugehen, andere Leute trauen sich überhaupt nicht reinzugehen. Das ist schon ziemlich schwierig. Hier in Gera, aber es ist trotzdem Spaß, weil die Leute, die sich darauf einlassen, erleben das eben. Und man hört jetzt hier das Gelächter, dass es wirklich einfach Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. Die Feindbildbox stand insgesamt 4 Tage auf dem Museumsplatz in Gera und zieht nun weiter nach Saalfeld, Ruderstadt und Weimar, um auch dort Neugierde zu erwecken. Besuch aus der Partnerstadt Sliven. Musikstadt Straße. Unter diesem Motto besuchten 21 Kinder aus der Partnerstadt Sliven in Bulgarien Gera. Beim Empfang im Barocksaal des Naturkundemuseums gaben die Kinder und Jugendlichen ein gemeinsames Konzert. Für die Gäste waren es erlebnisreiche Tage. Neben dem Kennenlernen der Stadt stand natürlich immer das gemeinsame Musikmachen im Vordergrund. So auch mit der Musikschule Heinrich Schütz. Höhepunkt war die Übergabe der 21 neuen Musikinstrumente. Möglich wurde der Besuch durch Spenden von Vereinen und Firmen. In diesem Jahr besteht die Partnerschaft mit der Stadt Sliven 50 Jahre. Zur Festveranstaltung am 31. Juli in Sliven werden aus der Stadt Gera Bürgermeister Kurt Dannenberg und der Stadtrat Bernd Krüger als Botschafter der Stadt Gera teilnehmen. Jetzt hat Daniel Wermke die neuesten Nachrichten aus der Welt des Sports. Hallo, herzlich willkommen zu den Sportnachrichten. Die 28. internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen startet wieder in Gotha. Insgesamt 8 Etappen müssen von den Fahrerinnen bewältigt werden. Und den wohl schwierigsten Abschnitt stellt Merane mit der steilen Wand dar. Dort befinden sich der Start und das Ziel. 250 Meter Anstieg zum Ziel müssen hier überwunden werden. Die Thüringen-Rundfahrt startet am 17. Juli und endet am 23. Juli in Greiz. Die Mädels der zweiten Mannschaft des FFC konnten das Pokalfinale gegen SV Grün-Weiß-Tanna für sich entscheiden. Damit ging der Pokal zum 3. Mal nach Gera. Außerdem startet die Mannschaft nun in der Landesklasse Ost. Tanna verbleibt in der Kreisoberliga. Das war es soweit von mir vom Sport und ich gebe zurück zu Sophie. Danke, Daniel. Annalena Müller hat die Veranstaltungstipps der kommenden Tage für Sie. Herzlich willkommen zu den Veranstaltungstipps. Im Museum für Naturkunde finden in den Sommerferien einige öffentliche Veranstaltungen statt. So zum Beispiel können Kinder und Jugendliche mit ihren Familien am 16. Juli und am 30. Juli die Eroberer der Tier- und Pflanzenwelt entdecken. Los geht's an beiden Tagen, 14 Uhr. Schon mal nachts im Museum gewesen? Nein? Dann sollten Sie sich schnell telefonisch anmelden, denn die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Unter der Nummer 0365 52 003 können Sie sich für die Veranstaltung am 18. Juli Plätze reservieren lassen. Beginn ist 22 Uhr. Welche Schätze birgt unsere Erde? Die Frage wird am 23. Juli beantwortet. Los geht's, 14 Uhr. Anmeldung ist nicht erforderlich. Und auch ein Besuch im Botanischen Garten lohnt sich. Dort können Schüler mit ihren Familien die Veranstaltung Tümpel am Teich erleben. Beginn ist 14 Uhr. Am 7. Juli gibt der Chor des Goethe-Gymnasiums das traditionelle Abschlusskonzert vor den Sommerferien. Der Kinder-, Mädchen- und Konzertchor blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück mit zahlreichen Konzerten und Wettbewerben. Das Konzert findet in der Salvatorkirche statt und beginnt 16.30 Uhr. Das war's von mir und damit zurück ins Newsstudio.
Danke, Annalena. Und von Sina Steinbach erfahren Sie, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird. Hallo und herzlich willkommen zu den aktuellen Wetteraussichten. Am Donnerstag ist es überwiegend sonnig und es bleibt trocken. Bei schwachen Ost- bis Südostwind steigt die Temperatur auf 31 bis 34 Grad. Am Freitag ist es weiterhin sonnig und das trockene Wetter hält an. Bei Höchstwerten von 29 bis 33 Grad weht ein schwacher Wind aus dem Südosten. Am Wochenende ist es anfangs noch sonnig, doch zum Samstagabend hin bilden sich Gewitter, die dann auch in den Sonntag hineinziehen. Dabei werden hochsommerliche Temperaturen von 35 bis 39 Grad erwartet. Am Wochenanfang scheint die Sonne hin und wieder, doch es wird weiterhin Schauer oder Gewitter geben. Die Temperatur steigt auf maximal 36 Grad. Ja, und das war's soweit von mir und damit zurück an Sophie. Danke, Sina. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Aber bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.